Jungs! Grüß euch miteinander und herzlich willkommen heute zu einer weiteren spannenden Geschichte unserer Sendung «Einfach Mensch». Ich weiss nicht, wie es euch geht, vielleicht habt ihr auch schon Begegnungen gehabt mit Geistern. Oder vielleicht kennt ihr den Film «Ghost, Nachricht von Sam» und es ist euch kalt durch den Rücken abgelaufen. All die Sachen, die wir nicht erfassen können, das stempeln wir relativ schnell ab als paranormal. Gibt es Geister oder gibt es keine Geister? Dieser Frage gehen wir heute nach und zwar mit unserem Gast, mit dem Tom Frey. Er ist Geisterjäger und ich warte hier auf ihn. Er hat uns hier auf Safenwil bestellt. Und hier ist er, der Ghost Hunters Mann von der Schweiz, der Thomas Frey. Schön, dass du da bist. Wir gehen rein in die Wärme. Thomas Frey, super, dass du Zeit hast gehabt, oder ich muss ja anders sagen, super, dass du mich kontaktiert hast und hast gesagt, ich habe spannende Geschichten oder wir haben ganze Haufen mit spannenden Geschichten zu tun. Ghost Hunters Schweiz. Und jetzt möchte ich aber zuerst natürlich wissen, wer ist denn der Thomas Frey überhaupt? Der Thomas Frey ist eigentlich ein Mensch wie jeden anderen, der einfach seine Kindheit Kontakt hatte in die geistige Welt. Das heisst, er konnte mit Verstorbenen kommunizieren. Hat das aber selber gar nicht so, also hat natürlich klar, hat Mitteilungen gekriegt, hat damit aber noch nicht umgehen können. Dann war ein langer Weg dazwischen gewesen, da sind Erlebnisse passiert, dass Kinder gekommen sind, die verstorben sind und mir Mitteilungen für die Eltern gegeben haben. Ich habe plötzlich Sachen gewusst, die ich gar nicht wissen konnte. Da hat es so Geschichten gegeben mit Feuerwehr und Zeug und Sachen. Und dann habe ich angefangen Ausbildungen machen, mediale Ausbildungen und Zeug. Und heute bin ich der, wo ich bin. Der, der für Geister unterwegs ist, wie aber auch für die Lebenden. Hat man denn nicht als Kind oft zu dir gesagt, komm, jetzt hör doch auf, spinnen, jetzt bist du doch ein bisschen normal? Wahrscheinlich hätten das meine Mitschüler oder meine Mitkinder gesagt. Es war aber so, dass ich das für mich behalten habe. Die Einzigen, die es gewusst haben, waren meine Eltern. Und dort hatte ich das Glück gehabt, dass die nicht so reagiert haben. Sie haben mir das auch nicht ausschwätzen. Und dann haben es zwei, drei engere Kollegen gewusst von mir. Und die sind alle sehr offen gewesen für das. Das ist dann eher vor 3 Jahren, als ich mit dem an die Öffentlichkeit gegangen bin, dass ich das kann und dass ich das jetzt möchte auch fördern. Dort eher anders gesehen, dort ist dann genau das vorgefallen. Bei Kindern ist ja oft so ein Traumberuf, vielleicht Lokomotivführer, vielleicht Flugzeugpilot, weiss es nicht, was es noch alles gibt, Lastwagenchauffeur und. Ist bei dir als Kind schon irgendwie so Geisterjäger rumgeschwirrt? Gar nicht. Eigentlich war als Kind Chemiefäger. Das ist ja schön. Genau, und das habe ich dann auch gemacht. Aber dann leider musste ich nach 1,5 Jahren gesundheitlich aufhören, wegen der Höhe. Ich habe so Schwindel gekriegt und so. Bin dann in die Medizin übergegangen, habe dann Krankenpflege gemacht, diplomierte und dort noch ein paar Ausbildungen. Wenn jetzt du so zurückschaust, Thomas, was braucht es denn, dass man überhaupt mit Geistern, und über Geister reden wir das sicher noch etwas intensiver, was braucht es denn, dass man mit denen überhaupt Kontakt aufnehmen kann, wie du das machst? Genau. Eigentlich hat das jeder von uns. Es sind Sinn, die wir haben, und zwar, wenn wir auf die Welt kommen, haben wir die doppelte Anzahl von Sinn. Also der Sehsinn ist die helle Sicht, riechen, schmecken, spüren, schwätzen, hören. Das sind so die Sinn, die wir haben, und die haben wir doppelt angelegt. Und als Kind haben wir das auch. Darum tun die Kinder immer wieder, die haben imaginäre Freunde oder sie erzählen, sie haben irgendjemanden gesehen, der Wohnung durchlaufen. Da gibt es wirklich Kinder, die dann auch sagen, bei mir ist ein Kind im Zimmer, das mit Stein wirft zum Beispiel oder so. Das sind so Vorfälle, die kommen und die Kinder haben die Sinn. Und unsere Gesellschaft sagt einfach, das gibt es nicht, das stimmt nicht, vielmals werden Kinder gerade zum Psychologen geschickt oder Psychiater. Man tut dann mit Medikamenten gegen angehen. Und dann tut man eigentlich die Sinn, und das ist eben das Problem, das viele Erwachsene haben, die Sinn verkümmern lassen. Also man tut sie wie abstellen, aber die sind immer noch da und man könnte sie wieder reaktivieren. Mhm. So. Das ist aber nicht, als Geistjäger muss man nicht medial veranlagt sein. Ich sage immer, mit der Zeit kommt es von alleine. Also es fällt sich an, man fällt plötzlich an, wieder Sachen spüren und so. Was war das Erste, das dir begegnet ist? Wahrscheinlich in deiner Kindheit, gehe ich jetzt mal davon aus, wo du hast gesagt, das ist irgendwie speziell. Wo du wahrgenommen hast, das ist nicht das, was vielleicht auch meine Schulgespendli gesehen oder? Es hat angefangen mit einer Geschichte, ich bin am Bauernhof aufgewachsen. Also wir haben nicht geburt, aber wir haben am Bauernhof gewohnt. Und es ist ja normal, dass man so durch eine Scheure muss, bevor eigentlich dann der Wohnbereich eingegangen kommt. Und in dieser Scheure haben wir so Getränkeharrassen gehabt. Und hinter dieser Getränkeharrassen waren immer 2 Wesen.
die haben mich eigentlich immer, wenn ich rausgekommen bin, ich sage jetzt belästigt, dort als Kind hatte ich wirklich ein bisschen Angst gehabt, weil ich auch nicht gewusst habe, was es ist. Heute weiss ich, was es ist. Es waren Elementarwesen. Das ist eine spezielle Art von Geistwesen. Und die sind eigentlich immer da gewesen für mich. Und das auf Jahre raus, die sind dann so weit gewesen, dass sie auch in meinen Träumen dann gekommen sind. Also ich habe von denen geträumt, ich habe sie gesehen durch den Tag. Die sind einfach immer präsent gewesen und das auf Jahre raus. Das war so der Anfang gewesen. Für die meisten Leute wahrscheinlich, wenn man fragt, was sind Geister, die würde ich sagen, das ist etwas Paranormales, etwas, was man gar nicht so beschreiben kann. Was sagst du als Geisterjäger? Was sind denn Geister wirklich? Also eigentlich verwenden wir ja das Wort Geister, verwenden wir einfach, weil es etwas ist, was der Volksmund kennt, weil das die Leute wissen. Für uns eigentlich sind es Energien. Mhm. Ein Geist ist nichts anderes als eine Energie. Und zwar ist das so, wenn ein Mensch stirbt, dann ist das Level, das er da hat beim Ableben, die Energie bleibt übrig. Das ist ja das, was die Wissenschaft ja eigentlich selber sagt. Die Wissenschaft sagt ja, alles ist Energie. Also wir Menschen, alles, was um uns herum ist, ist Energie, sind Wellen. Und unser Hirn macht aus dem zum Beispiel ein Glas. Aber eigentlich ist es ja ein Energiefeld. Mhm. Und das sagt ja die Wissenschaft selber auch. Und die Wissenschaft sagt ja auch, dass Energie nicht vergehen kann. Sie kann sich transformieren, aber sie kann nicht vergehen. Nur beim Menschen ist es so, wenn der stirbt, soll einfach alles fertig sein. Für uns ist es ein Widerspruch und darum für uns ist es die Energie vom Mensch, die einfach übrig bleibt und die hat also eine gewisse Aufgabe, wenn sie dann stirbt, kommt sie an einen Ort, wo es Läuterungsphase hat. Das hat damit zu tun, unsere Aura-Schicht, das ist ja unser Energiefeld, das ist eigentlich unsere Seele. Und je nachdem, wie wir leben, was wir machen, was wir anstellen in unserem Leben, tut sich das verschieben, ist es nicht mehr schön sortiert. Mhm. Und die Läuterungsphase hat damit zu tun, dass wir wieder sortiert sind. Das ist so, man kann dem, das, was die Leute ab und zu sagen, den Lebensfilm, aber da sieht man nicht unbedingt das Leben nochmal vorbeihuschen, sondern man erlebt, wenn man jetzt, ich sage jetzt, einen Mord gemacht hat, erlebt man nicht den Mord nochmal, sondern man erlebt, was habe ich ausgelöst durch das. Also die Trauer, die hinterlässt, mhm. oder der Hass bei den Leuten. So, das kriegst du nochmal mit, damit du dich sortieren kannst. Lass uns noch ein bisschen über Seelen reden. Von Seelen hört man ja ganz viel. Es gibt Zwillingsseelen, hört man viel, oder es gibt Dualseelen. Was ist denn das für die Seele? Ist das etwas Fassbares oder ist das etwas... Für mich ist die Seele eigentlich das Energiefeld, das wir haben. Also die Seele ist auch nicht, von meinem Blickfeld her, nicht in mir drin, wie man vielmals sagt, meine Seele, die ich in mir habe, sondern für mich ist die Seele das Aurafeld, also das, was ich um mich habe, das Energiefeld, das ich um mich habe, und der Körper ist eigentlich drin. Und beim Sterben ist es so, dass der Körper wieder aus dem Aurafeld, aus der Seele raustritt und das dann nachher eigentlich da bleibt. Das Energiefeld. Aber Thomas, seid ihr denn nicht als Ghost Hunters, jetzt habe ich gerade schauen, weil jetzt ist mir gerade der Film in Sinn gekommen, Ghostbusters. Ghost Hunters, seid ihr denn nicht eigentlich so ein bisschen Störenfrieden und lasst die Seele nicht ihren Frieden? Wenn sie eben, du hast vorhin gesagt, übergehen in die andere Welt. Jetzt geht ihr dort rumwühlen und sagt, stopp, das ist noch gar nicht fertig, wir wollen noch ein bisschen mehr wissen, kommt wieder zurück oder wir nehmen mit euch Kontakt auf. Würde denn die Seele nicht sagen, ihr seid eigentlich Wüstlinge, dass ihr die nicht in Ruhe lasst? Das ist eine sehr gute Frage. Da muss man aber unterscheiden. Wir werden ja gerufen, wenn bei jemandem etwas passiert, das man sich selber nicht erklären kann. Das heisst noch nicht, dass das paranormal ist. Das kann jetzt eine Heizung sein, das kann ein Tier sein, das irgendwo Geräusch macht. Wenn es aber paranormal ist, sind das die Geistwesen, die aus irgendeinem Grund nicht übergegangen sind. Das heisst, die haben die Läuterungsphase gar noch nicht durchlaufen. Die sind gar noch nicht in dem Feld, wo sie eigentlich angehören. Das heisst, die sind noch eigentlich so in der Zwischenwelt. Und mit denen hat man als Ghost Hunters vor allem zu tun. Das Wichtige bei denen ist, die brauchen Energie. So wie wir Wasser brauchen, wie wir schnaufen, brauchen die Energie, um auch existieren und vor allem können sich zeigen, Gegenstände zu bewegen und so, brauchen die Energie. Und das holen sie an Elektrogeräten. Aber der einfachste Wirt ist natürlich der Mensch. Und das ist der Grund, warum man eigentlich sagt, sie sollen übergehen. Das macht er nicht im Bösen. Er macht es, weil er es braucht. Aber der Mensch merkt es, also wenn du jemanden hast, der eine Energie bei sich hat, merkt, dass er wird müder, er wird abgeschlagen, er kann dann bis zu den Depressionen übergehen. Und das ist das, was man ja nicht will. Und dann tut man eigentlich dieser Energie, die in der Zwischenwelt ist, sagen, was sie zu tun hat, was passiert ist. Also unser Ziel ist, immer herauszufinden, wer ist es oder was für eine Energie. Und können dann gezielt das Clearing anmachen. Und das Clearing ist nichts anderes, als ich erkläre, was ist passiert, was ist eigentlich seine Aufgabe und was er jetzt machen soll. Mhm. Und da haben wir sehr grossen Erfolg. Also
Aber ist denn nicht der Name eigentlich falsch, wenn ihr sagt, ihr seid Ghost Hunters, Jäger? Das klingt für mich so ein bisschen nach Kampf, nach Abschlachten, keine Ahnung. Seid ihr denn nicht eigentlich viel mehr so die Verbindenden, wie du es jetzt gesagt hast, die erlösen, die helfen, rüberzugehen oder die Verbindung eben vielleicht, weil noch etwas offen ist, etwas nicht klar ist, noch herzustellen? Genau. Das ist, wir sind lange zusammengesessen und haben überlegt, was sollen wir mit einem Namen. Für mich wäre auch Energiearbeiter wär zum Beispiel etwas gewesen. Aber das Problem war, wenn wir das jemandem gesagt haben, bist du Stromer. Also dann ist immer so der Elektriker gekommen. Und wir sind dann wirklich schlussendlich, haben wir den Ghost Hunters genommen, weil es etwas ist, was die Leute kennen. Sie können es in Verbindung bringen. Sie wissen gut, das hat mit Geistern zu tun. Natürlich haben sie ein falsches Bild. Sie haben wirklich ein Bild, das man mitkriegt aus den Fernsehsendungen oder aus dem Kino, was überhaupt sehr wenig mit der Realität zu tun hat. Wenn ich dir so zuhöre, Thomas, dann frage ich mich ganz ernsthaft, hast du in deinem Umfeld überhaupt noch Freunde, wenn du so Sachen erzählst? Oder macht das denen Himmel Angst? Nein, es hat natürlich hat es einen extremen Wandel gegeben. Also es hat Kollegen gegeben oder Freunde, die sich abgewendet haben, die sagen, jetzt ist er durchgefallen. Es hat aber auch wieder neue dazugegeben, die natürlich mit dem Thema auch zu tun haben. Also das hat sich ausgeglichen. Für mich war es auch okay gewesen. Das ist, ich schaue das an, ich wachse ja jeden Tag. Jeden Tag muss man etwas dazulernen und dann gehört auch das dazu, dass ich als Kollegenfeld ein bisschen ändere. Ich bin jetzt auch ein bisschen irritiert und unsicher, wenn ich dich jetzt so vis-à-vis von mir habe. Bist du jetzt ganz alleine hier oder sind noch ganz viele Kollegen, die schon bereits gegangen sind, die gestorben sind, sind die jetzt um dich herum und sagen, pass auf, sag das, sag dieses, sind das alles so Einflüsterer für dich? Nein, es ist, es hat ja damit zu tun, wenn ich jetzt so etwas mache, dann habe ich den Kontakt nach oben verschlossen. Das ist auch etwas, was sehr wichtig ist, wenn man medial schafft, dass man nicht immer off ist, weil sonst kriegst du allbei die Inputs. Was ich habe, ist, ich habe einen Geistführer, den ich bei mir habe. Und den habe ich auch wirklich, wenn ich Interviews gebe, so habe ich den bei mir. Der unterstützt mich, der gibt mir mal ein paar Inputs, wo ich frage, die heikel sind oder so, kriege ich mal einen Input, wo dann die Antwort eigentlich von ihm auskommt. So. Hat er sich jetzt schon mal eingemischt? Nein, bis jetzt nicht. Aber du könntest nicht konkret anfragen, könntest sagen, was soll ich noch sagen, was ist wichtig zum Beispiel, oder was ist eine Information, die unbedingt hier noch auf den Tisch muss? Kannst du das machen? Ja, nur Geistführer sind nicht so. Der Geistführer ist nicht, dass er mir die Lösung präsentiert, sondern er gibt mir auf Inputs, dass die Lösung kommt. So. Also man muss jetzt nicht, er sagt mir nicht, hey, du musst das und das und das sagen, sondern er kommt einfach ein Input und nachher in meinem Kopf und dann kommt eigentlich die Antwort dazu. So. Es ist nicht, dass er mir es gerade fertig präsentiert. Mhm. Thomas, du hast vorhin gesagt, das Kind hat eigentlich noch viel mehr Zugang zu dieser geistigen Welt. Das wird uns wie so ein bisschen abtrainiert. Vielleicht ähnlich, wie man früher den Buben gesagt hat, du bist ein Mann, du grennst doch nicht. Ist es auch abtrainiert worden? Dann interessiert es mich natürlich, kann ich das auch wieder lernen? Ganz bewusst. Das kann man. Eben, für mich ist es, jeder, der ein Medium ist oder jeder, der sensitiv arbeitet, das ist nicht etwas, man hört die Firma, dass ich habe die Gabe mitgekriegt und so. Für mich ist es, dass das wirklich jeder hat. Es ist so, es gibt Leute, die besser Velo fahren können, es gibt Leute, die schlechter Velo fahren können. So ist es natürlich auch in der Medialität. Es gibt solche, die sehr gut sind, es gibt solche, die halt ein bisschen hinten nachhinken. Aber das heisst nicht, dass es nicht kann. Diesen Sinn kann man wieder reaktivieren. Das kann man wirklich, indem man wirklich Übungen macht. Man Foto üben, sich wieder einschwingen. Weil es hat damit zu tun, ich muss mich auf die Energie, die ich will, Kontakt haben, einschwingen. Ja. Und das kann man wirklich üben und auch wieder lernen. Und ich glaube, wenn ich richtig geschaut habe auf eurer Homepage, ghosthunters.ch, die bietet auch so Workshops, Kurse an. Genau. Also wir haben den medialen Übungszirkel, der ist auch für alle. Also da muss man kein Mitglied sein von uns. Dann haben wir immer wieder so Seminare wie, wir haben erst kürzlich Jenseitskontakt gehabt, oder wie tut man richtig räuchern. Immer wieder so Zeug, die sind öffentlich. Und dann haben wir auch Ausbildungen, die wir anbieten. Und wir haben für unsere Mitglieder natürlich spezielle Sachen auch, die dann einfach wirklich für Mitglieder sind. Die sind aber auch nicht öffentlich ausgeschrieben. Mhm. Aber wenn man uns jetzt auf Facebook zum Beispiel oder auf Homepage folgt, dann sieht man die Veranstaltungen, die öffentlich sind, wo jeder kommen darf. Wenn wir jetzt wette, oder ich muss es so sagen, wenn du jetzt willst, könnte mir jetzt ganz bewusst hier an diesem Tisch, könntest du jetzt sagen, so, jetzt konzentriere ich mich, oder ich weiss nicht genau, wie das über die Bühne würde gehen, und jetzt schaue ich mal, wer noch hier ist. In diesem Raum, an diesem Tisch, gibt es noch irgendjemanden, der uns vielleicht noch etwas sagen will, oder vielleicht mir etwas sagen, vielleicht dir etwas sagen, ich weiss es nicht. Okay. Kann man das? Das könnte man. Aber das ist ja wieder typisch Mensch. Der muss ja wieder irgendeinen Beweis haben. Mhm. Und ich habe mir einmal immer gesagt, also bei Talks oder so mache ich das eigentlich prinzipiell nicht. Aber eigentlich würde man es ohne Problem können.
Was bekommst du für Beweise über, wenn du jetzt so Jenseitskontakte aufnimmst? Ich meine, man könnte ja sagen, ja du machst vielleicht die Augen zu und sagst, ja, jetzt ist jemand da, jetzt spüre ich jemanden und jetzt will mir jemand eine Information geben. Ich meine, da gibt es ja wahrscheinlich auch genug Scharlatanen, die das irgendwie ausnutzen. Menschen, die in der Situation sind, die vielleicht genau diesen Kontakt brauchten. Ja. Was ist denn für dich persönlich? Gibt es etwas, wo du sagst, doch, das hat jetzt stattgefunden? Für mich ist es eigentlich, wenn ich mit jemandem zu tun habe, den ich nicht kenne, und durch eine verstorbene Informationen krieg, wo ich weder googeln kann oder sonst was. Und dann kann Sachen sagen, die ich auch gar nicht wissen kann. Also das sind für mich Sachen, wo eigentlich ein Beweis sind. Mir geht es da gar nicht unbedingt darum, dass ich den Mensch beschreibe, also den Verstorbenen beschreibe oder so. Sonst vielmals ist es, er tut mir etwas zeigen. Ich nehme zum Beispiel einen Fall. Ich habe jemanden aus Deutschland, die hat mich angeschrieben, ich habe nicht gewusst, wer das ist. Ich habe ihr dann zurückgeschrieben, was ich gekriegt habe. Und das Erste, was ich bekommen habe, war ein Bild von einem Haus mit einem Verstorbenen vor dran, der ein Velo hat und einem kleinen Kind vor. Also so Szenen wie Velo lehren Velo fahren. Ja. Genau. Die Information dazu ist, ich passe wie dort so mal auf dich auf, passe ich auch heute noch auf dich auf. Habe ihr denn das auch geschrieben gehabt? Ich habe die Frau weder gesehen, oder sonst. Ich habe irgendein Facebook-Profilnamen gehabt. Ja. Da habe ich ihr dann verschiedene Sachen geschrieben, unter anderem auch das. Und dann macht sie ihr das, sagt ihr gar nicht. Dann mache ich das ja gar kein Problem. Lass es wirken. Vielmals muss man ein bisschen darüber nachdenken, das kommt von allein. Und zwei, drei Tage später kriege ich von ihr ein Mail und sage, boah, ich habe es meiner Mami erzählt. Und die hat gesagt, der Tag, zwei Tage, ein oder zwei Tage, bevor er verstorben ist, hat er ihr ein Velofahren beigebracht. Genau das Bild. Mhm. Und ich habe gesagt, rotes Velo und Zeug und Sachen, das hat alles gestimmt. Und das sind dann für mich so Sachen, woher soll ich das wissen? Vor allem, dass das Velo noch rot war. Und das war eine Zeit, wo die Frau irgendwie dreijährig war, oder vier, fünfjährig, also vor 30, 40 Jahren, sage ich jetzt mal. Macht dir das manchmal nicht auch ein bisschen Angst? Nein, es ist ja eine schöne Arbeit. Also es ist, wir sind ja eigentlich da für die Lebenden wie für die Verstorbenen. Und man sieht vielmals, bei Jenseitskontakt löst sich auch etwas. Das ist, vielmals, wenn Leute falsch trauern und sie können mal noch sich verabschieden, weil sie es nicht haben können. Oder weil eine Information kommt, die einfach noch irgendetwas auslöst innen und ihnen auch hilft. Mhm. Und von dem her ist es eine sehr schöne Arbeit. Ich bin jetzt einer von denen, der auch zulässt, wenn zum Beispiel ein Selbstmord ist. Ich lasse zu, dass sie mir zeigen, wie sie umgekommen sind. Meine Partnerin will das nicht, sie spürt es einfach. Also sagen wir, Kopfschuss, sehe nicht Wunden und das Zeug, weil ich es zulasse. Mhm. Sie möchte das gar nicht, das hat sie in der geistigen Welt gesagt. Sie spürt es einfach. Sie sagt, sie hat einen speziellen Kopfweh da. Ja. Und dann kann sie sagen, gut, das fühlt sich an wie, als hätte er das Selbstmord gemacht, zum Beispiel mit einer Kugel im Kopf. Mhm. Ich bin auf eurer Homepage auch noch schauen und herausgefunden, was ihr alles für Instrumente habt, wenn ihr so auf Geisterjagd, ich sage es jetzt auch gleich auch so. Das ist ja unglaublich, was sind so typische Instrumente, die ihr mitnehmt. Wenn euch jemand ruft und sagt, ich weiß nicht, bei mir klopft es immer in der Heizung und wie geht ihr denn vor? Also die Instrumente, ich meine, das sind so, naja, eigentlich bräuchten wir die ja nicht, wenn du als Medium schaffst. Kommst du nicht mehr rein und du weißt ja schon, jetzt das und das ist, der und der ist da zum Beispiel. Mhm. Unser Fall ist ja auch, oder wir werden ja gerufen, klopfen, wir haben das Klopfen immer in dem Zimmer und blablabla. Dann ist das mein Auftrag. Jetzt komme ich aber rein und ich sehe, dass ihre Grossmutter auch noch dort steht. Ich weiss aber vom Gefühl her, die hat gar nichts mit dem Klopfen zu tun. Dann sage ich das zum Beispiel je nachdem gar nicht. Es gibt schon Fälle, wo ich dann Großmutter sage, Großmutter ist auch noch da, weil sie irgendetwas mitzuteilen hat. Die Geräte, die wir vor allem dabei haben, sind EMF-Geräte. Das sind die Geräte, mit denen wir mal schauen, ob es einen Elektrosmog gibt. Also wir messen die Wohnung oder das Haus. Messen. Wie ist es ein gesundes Haus? Ist es nicht ein gesundes Haus? Ist erhöht die Elektrosmog und so? Weil solche Sachen, wenn jetzt zum Beispiel extrem ein Elektrosmog in einer Wohnung ist, kann das auf Gesundheit gehen, das kann Halluzinationen auslösen. Also wir schauen dann das. Auch, wir gehen immer von rational zu paranormal. Das heisst, ist der Gesundheitszustand von der Person so, dass es Halluzinationen sein können, die sie uns beschreibt und so. Dann haben wir Geräte, EMF-Geräte, wo wir können schauen können, ist jetzt eine Energie gerade um, also wo wir können aufstellen können, wo es ein Feld um das Gerät umbaut. Und wenn jetzt eine andere Energie da reingeht, geht er an, zeigt woher und akustische Signale. Dann wissen wir gut, jetzt ist jemand da und dann kann man auch mit ihnen ein bisschen spielen. Dann kann man sagen, das ist dann wirklich, also die Geräte sind vor allem für den Klienten. Dann kann man dann sagen, so, jetzt können wir dazuschauen. Dann sagst du, der Energiegang wieder aus dem Feld, sodass es aufhört piepsen.
Meistens passiert es gerade innerhalb von ein paar Sekunden. Ja. Und dann kannst du wieder sagen, geh wieder ins Feld. Und dann sieht der Klient, aha, okay. Wenn ich eben sage, es steht jemand da, also das können sie ja nicht heben in dem Sinn. Also der Mensch will eigentlich immer wie einen Beweis haben, wie, eine, wie irgendetwas, das auf dem Tisch liegt und schwarz auf weiß. Genau. Mhm. Thomas, wenn du so ein bisschen in die Zukunft schaust, wird sich das in eine Richtung entwickeln, dass die Leute wieder mehr vielleicht an das glauben oder vielleicht wieder viel mehr sich auf das fokussieren und sagen, doch, es gibt etwas, es gibt die andere Welt, es gibt ein Jenseits oder wie man das auch immer nennen will. Oder wird das etwas sein, das immer noch mehr weggeht und man völlig einfach verschwiegt? Nein, es wird etwas sein, das wirklich in unser Feld hineinkommt. Das ist jetzt schon dran, also auch die Medizin fängt ja an, dass sie sagen, es gibt ein Leben nach dem Tod, wo sie wissenschaftlich auch schon belegen können, dass von den Hirnströmen, Herzschlag und so nichts mehr rum ist und trotzdem die Leute können Sachen erzählen. Also die Medizin ist auch im Wandel. Die Wissenschaft, das heisst ja, die Wissenschaft wandelt sich langsam. Der Schleier lüftet sich immer mehr. Es gibt immer mehr Leute, die sagen, ich spüre wieder, was, wie kann ich es lernen, wie kann ich es fördern. Wir haben viele Telefone, wo es in die Richtung geht. Ich sage, es geht noch ein paar Jahre und dann wird es ein Thema sein, wo, wie das Auto zu uns gehört. Jeder schwätzt über sein Auto. Irgendwann wird das ein Thema sein, das einfach öffentlich kannst diskutieren kannst. Und nicht mehr, wie es jetzt gerade ist, wenn du etwas erlebt hast, darfst du das niemandem erzählen, weil sonst heisst es ja, du bist nicht ganz dicht oder so. Und darum die Leute auch Angst haben, darüber zu schwätzen. Thomas, wenn es in diese Richtung geht, was ist denn deine Botschaft für die Leute, dass sie sich so ein bisschen darauf vorbereiten können und das vielleicht wieder ein bisschen wahrnehmen können? Was kann ich machen? Einfach vielleicht so wie eine Übung? Oder? Ganz wichtig ist, man soll keine Angst haben. Die geistige Welt will nichts Böses. Es gibt in der geistigen Welt eigentlich auch nichts Böses. Es gibt zwar niedrige und hohe Energien, so sagen wir dem, aber das ist nicht böse in dem Sinn. Also man soll vor allem keine Angst haben. Man soll Kinder nicht lehren, dass es nichts gibt zwischen Himmel und Erde, wo man halt nicht sieht. So das ist und vor allem Toleranz. Aber es ist schon merkwürdig, oder? So, was Geistgeschichten sind, wird ja vielfach mit so Horrorfilmen in Verbindung gebracht. Warum ist das? Ja, das ist halt der Aufbau vom Film. Also viele Leute schauen halt so Zeug und das vielmals ganz wichtig Fernsehen oder Kinos based on a true story. Basiert auf einer wahren Begebenheit, sorry. Mhm. Und dabei ist einfach ein kleines Haus ist die Wahrheit. Alles andere, was drin passiert ist, ist gar nicht der Wahrheit entsprechend. Das dürfen sie ja machen. Also, es muss ein kleiner Teil der Wahrheit entsprechen. Und alles andere wird filmtauglich, also fernsehtauglich gemacht und ist halt nicht mehr der Wahrheit entsprechend. Aber die Leute, ist von einer wahren Geschichte und dann, was passiert, ist halt wahr. Ja. Also das erlebst du heute noch ganz viel mit anderen Fernsehsendern, die genau so Zeug immer zeigen. Du hast wirklich sehr viele Aussagen in sozialen Medien, wo du merkst, die Leute haben wirklich einfach das Wissen vom Fernsehen oder vom Film. Ja. Und jetzt ist immer noch niemand da. Also allein sind wir nicht. Wer ist denn da? Also ist es jemand, den ich kenne oder den du kennst? Jetzt schaue ich schnell ein bisschen im Zeug um, weil sie zeigen sich halt auch. Du bist mir noch lustiger, du. Ein älterer Herr ist da. Ich kann dir ihn beschreiben. Vielleicht zeigt er dir etwas, ich weiß es nicht, ob er zu dir gehört oder ob er zu jemandem vom Team gehört, das kann sein. Er ist etwa 1,60 Meter, zwischen 1,60 Meter und 1,65 Meter, so dort rum. Schlank, hat von der Haar her so wie ein Kränzchen. Ist er eher ein schmächtiger Bitz und ein lustiger. Also er zeigt sich eher so ein bisschen lacht, verschmitzt. Weißt du nicht, sagt er das etwas? Mir jetzt gerade nicht. Gut, aber vielleicht jemandem vom Team, ich weiß es nicht. Es nickt gerade niemand. Vielleicht ist es einfach ein Gast, der hier ist. Im Rest gesehen viel. Wir können auch sonst nachher mal schauen. Es könnte sein, dass es zu ihm gehört, weil er steht nämlich neben ihm. Also, okay. So. Licht hinter ihm. Thomas, ich weiss, wir könnten noch stundenlang miteinander schwätzen. Es ist hochspannend. Und ich sage dir einfach vielen, vielen Dank, dass wir diesen Einblick bekommen haben. Und wir pflegen ja in unserer Sendung einfach Mensch, unseren Gästen immer ein Herz zu überreichen. Das ist von einem Arbeitsheim in Wangen bei Dübendorf. Das sind Menschen mit einer geistigen oder körperlichen Beeinträchtigung, die das machen. Und meine Frage ist immer die gleiche am Schluss. Wenn du die Möglichkeit hättest, was würdest du in das Herz reinbrennen, wo du sagst, das soll für immer bleiben? Ich würde da reinbrennen, ein Herz für Toleranz unter uns Menschen.
Das lassen wir so stehen. Danke dir vielmals und ich hoffe, du hast noch ganz viele tolle Begegnungen mit Menschen aus dem Jenseits, aus der Welt von der anderen Seite. Danke vielmals. Und weg ist er, der Thomas Frey von ghosthunters.ch mit wahnsinnig spannenden Geschichten. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heisst, einfach Mensch. Bis dann, eine gute Woche, habt Sorge zueinander. Oh, wir sind doch auch nur auf Mensch, Knochen und Fleisch, ein Herz, das schlägt, Seelen und Geist, einfach nur Mensch.